Vielleicht fällt euch auf, wenn wir hier so entlang spazieren, dass der ein bisschen, also er läuft ein bisschen merkwürdig irgendwie. Er läuft so ein bisschen. Meine Arme sind zu kurz. Hagen, weißt du, woran das liegt, dass der so hoch und schlaksig ist und die Arme nie so richtig ausladen, sondern immer relativ eng am Körper hält? Wenn ich jetzt deine komische Erklärung von vorhin mit NTSC und PAL nenne, ist das jetzt nicht die richtige Antwort, rate ich mal. Nee, das Spiel ist ja auf dem C64 ursprünglich entstanden und die Ja. Grafiken sind zwar jetzt mit mehr Farben und mehr Details, aber immer noch an C64 angelehnt. Und dort war das Problem, dass die Spielfigur ist, glaube ich, aus Sprites auf dem C64 zusammengesetzt und die Sprites haben nur eine bestimmte Breite. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es waren 21 Pixel, aber jedenfalls relativ schmal. Und die sind aus mehreren Sprites zusammengesetzt, aber immer nur nicht zwei nebeneinander. Das heißt, die Figur konnte nicht breiter sein als ein Sprite. Und das heißt, mal den Arm so rausstrecken oder so rausstrecken ging nicht, weil nicht genügend Pixel. Und deswegen laufen die so ein bisschen. Tyrannosaurus-mäßig. Genau. So, jetzt lass uns mal. Lass uns mal spielen. Ja, weil jetzt so ein bisschen, wir wollen ja auch das Feeling wieder kriegen. Also bisher haben wir ja die Grafik nur angeguckt, aber das Feeling noch nicht gehabt. Mach doch jetzt mal irgendwas Blödsinniges. Jetzt gehe ich erstmal hier raus. Öffne Tür. Und wir gehen jetzt mal nach rechts. Wir grasen erstmal hier unten alles ab. So, die Tür hier, wenn wir die versuchen aufzumachen, Die hat dann stellen keinen wir fest, die Knauf. hat gar keine Klinke. Da kommen wir ja so gar nicht rein. Aber hier rechts gibt es noch eine. Im Hintergrund hört man übrigens die Uhr schlagen. So, was haben wir denn da? Wir haben ein altmodisches Radio. Benutzt altmodisches Radio. Es ist nicht eingeschaltet. Schalt ein. Altmodisches Radio. Gibt aber nur Rauschen. Schalten wir es wieder aus. Ja. Kannst du es nicht unten öffnen? Ja, man kann es öffnen. Ah ja. Ja, und dann sehen wir, ist dort eine Radioröhre. Die lasse ich da jetzt aber erst noch mal drin, weil Dave kann damit gar nichts anfangen. Ah. Aber hier in der Schranktür, genau, da ist auch noch ein Kassettenspieler. Und da können wir Kassetten abspielen. Die wir jetzt aber gerade keine haben. So, ja, da ist ein Fenster. Kann man das öffnen? Lässt sich nicht öffnen. Da ist eine Couch. Und guck doch mal in den Kronleuchter da. Ah ja. Da ist ein Schlüssel. Aber ich komme nicht heran. Du musst einfach die Couch hüpfen. Das klappt nicht. Ich habe da echt überhaupt keine Erinnerung mehr dran, okay? Ja. Im Designdokument steht übrigens, dass als eine mögliche Lösung, dass man, um irgendwo hinzukommen, auf ein Bett hüpft. Aber ist hier nicht, geht hier nicht. Hätte extra Grafik gekostet. Das hier, ich glaube, das ist Schloss Brunwald. Weil es erschien nämlich im gleichen Jahr wie dann auch, also auf die Amiga-Version, die etwas später kam, erschien im gleichen Jahr wie Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Deswegen gibt es immer so Querverweise und so. So. Nächster Raum. Ein bisschen dunkel. Ah, nee, ganz oben stand sie. Benutz alte Batterien mit Taschenlampe. Schalt ein. Taschenlampe. So, und jetzt können wir was sehen. Also Special Feature damals, wir erinnern uns, viel Tipp gab jetzt auch noch hier mit der Taschenlampe und der Maus sozusagen hin und her wuscheln. Super geil. Genau, und da sehen wir jetzt eine Lampe. Die kann ich einschalten. Und dann kann ich jetzt die Taschenlampe wieder ausschalten. So, jetzt sind wir in der Bibliothek. Da ist ein Telefon. Ich kann das Telefon benutzen. Nee, es ist kaputt.
Nee, kann ich nicht benutzen. So, da, oh, da ist eine lose Platte, wo ich das her wusste. Also, man muss, also wenn man es jetzt nicht weiß, dann kann man natürlich immer mal gucken, was ist's und gucken, gibt es hier irgendwo, ah, da ist ja etwas. So, und da ist nämlich eine Kassette drin. Nehmen wir mal die Kassette. So, was haben wir noch? Da ist ein Sessel, ist ein Stuhl. Klappt nicht, kann ich nicht benutzen, kann sich nicht hinsetzen. In der Treppe hing ein Schild, glaube ich, da erinnere ich mich noch dran. Genau, ach, Treppe. Da. Treppe zurzeit außer Betrieb. So, Hagen, guck doch mal bitte, wo die Treppe hinführt. Jetzt, du bist wieder anspruchslos. Ich habe hier 40 Seiten und du willst so eine Frage unvorbereitet von mir wissen. Also wir haben noch ein zweites Dokument, was nicht weniger verwirrend aussieht. Ich halte auch das mal in die Kamera. Mhm. So eine etwas spätere Version. Und also genau, hier ist, da ist Front Part, hier ist der Eingang. Und dann müsstest du jetzt irgendwo die Bibliothek sehen. Library Second Floor habe ich. Genau, hier ist Library. Ach, Library First Floor. Ja, und von dort aus geht es zum Balkon und zum zweiten Stock. Hoch. Hoch. So war zumindest, war es mal geplant. Dann haben sie festgestellt, sie haben keine Grafiken mehr. Ja, beziehungsweise das Problem war, glaube ich, sie wollten nicht mehr als zwei Disketten haben. Oder nicht mehr als zwei Diskettenseiten auf dem C64. Und das, deswegen haben sie dann einiges rausgestrichen. Ja, ist aber noch ziemlich groß genug. So. Auch hier gehen wir wieder zurück. Auch schlauchartig an der Stelle. Ja. Und anders als in moderneren Spielen, es gibt jetzt keine Musik. Also es gibt tatsächlich im ganzen Spiel nur eine einzige Musik, nämlich die Titelmusik. Sonst hat man du immer nur... Du hast jetzt aber die Diskette eingesackt, willst die aber nicht in den Spieler reinlegen. Nee, stimmt, da hast du recht. Wir können sie ja mal reintun und können mal gucken, was drauf ist. Benutz Kassette mit Kassettenspieler. Schalt ein. Kassettenspieler. Es ist leer. Ah, leeres Band. Okay. Schalt aus. Kassettenspieler. Nimm Kassette. So, lass mich raten, wo wir jetzt hingehen. Gehen wir doch mal nach oben. Genau, Hagen, du hast ja auf der Karte, guckst du immer mit, wo wir sind. Ich bin total bei dir. Ja, ja. Hm. Sofort. Mhm. Und hier ist jetzt auch die Newcomb-Alarms-Sicherheitstür. Lies Warnschild. Warnung! Eingabe eines falschen Codes wird eine ganze Menge Schaden anrichten. Vorsicht! Ja, rufen Sie 1-800-555-NUKEM für weitere Informationen über Newcomb-Alarms an. Mhm. So, was dann jetzt? Oh. Daddy verhält sich sehr komisch seit dem Geheimprojekt im Labor. Ja und? Nun, Mami, ich mach mir Sorgen um ihn. Er war seit 5 Jahren nicht beim Essen. Ja und? Und er bringt diese Leichen tief in der Nacht nach unten in den Keller. Worauf willst du hinaus, Ed? Er schleppt Leichen durch die Gegend. Ich bin eine beschäftigte Frau. Ach, vergiss es. Ja, also dunkle Machenschaften hier. So, dann gehen wir erstmal hier. Öffne Tür. So, was ist hier passiert? Also wir sehen, hier wurde etwas gemalt. Und zwar etwas Rundes. Aber das Bild ist irgendwie nicht so richtig fertig geworden. Und dann ist hier eine grüne Schleimspur. Lila. Eine lila Schleimspur, genau.
Was könnte das wohl gewesen sein? Ich nehme mal die Plastikfrüchte mit. Das ist ein Pinsel, den nehme ich mal mit. Guck mal, das Farbentferner nehme ich mal mit. Da steht nichts drauf. Das ist halt ein Bild. Ja, also es könnte, ist, vielleicht ist es ein Ei. Es ist schon sehr kreisrund. Ja. Mhm. Also irgendwas war hier jedenfalls und ist dann hier rausgeschleimt. So, hier auch Dr. Fred und da ist Nurse Edna, also die Krankenschwester. Ja, passen eindeutig zusammen, ja. Ja. Haben sich gesucht und gefunden. Erlegt, erlegt. Vielleicht sollten wir in dem Ladebildschirm irgendwie was Wichtiges erzählen, Dennis. Ja, meinst du, dann werden gerade... Ah, jetzt geht's schon weiter. Mhm. Also hier ist ein Klavier. Ja. Und ich gebe dir einen Tipp. Also wir werden es gleich sehen. Dave kann nicht Klavier spielen. Aber es gibt andere, die das könnten. Ja, der Blonde. Der, der in der Band war, oder? War das nicht Razor. So? Ja, weil keine Ahnung. Nee, Razor ist die andere. Sid. Genau. Razor und Sid könnten spielen, aber die haben wir nicht. Also, das ist, stimmt, das ist das zweite Stück. Man kann auch ein, es gibt noch ein Klavierstück, wenn man einen Musiker dabei hat. So, und hier sehen wir wieder ein Kassetten. Mhm. Diesmal ist es ein Kassettenrekorder. Ah ja. Und hier ist eine Schallplatte. Nehmen wir mal die alte Platte und wir spielen sie mal ab. Gucken wir nochmal, was da drauf ist. Benutze alte Platte. Nee, ich mache erstmal lies alte Platte. Da steht drauf 100 Soundeffekte. Stereo. Mhm. Benutze alte Platte mit Grammophon. Schalte ein. Grammophon. Ed piept. Das klingt doch großartig, oder? Ich finde es direkt aufnehmenwürdig. Ich würde sagen, das nehmen wir doch mal auf Kassette auf. Wir wissen natürlich sofort, warum. Ja, also wir nehmen es jetzt einfach mal auf. Vielleicht brauchen wir das später nochmal. Das zeigen wir dann. Also eigentlich, wir suchen gerade den Weg in den Keller. Ja. Das ist so das Grundsätzliche. Warum wir das da jetzt machen, erschließt sich noch nicht so, aber da kommen wir noch hin. Okay, schalt aus, Kassettenrekorder, Aufnahme abgebrochen. Genau, also wir haben jetzt eine Kassette mit einem ganz schrillen Pfeifen. Ja. Und bevor wir damit weitermachen, gucken wir doch mal, was es im Fernsehen gibt. Schalte ein, Fernseher. Hallo all ihr Autoren, Musiker und Spieleprogrammierer. Wir veröffentlichen alles. Genau. 222 Skyscraper. Ich bin Mark E. Ting und meine Firma veröffentlicht einfach alles. Das klingt so, als wären sie über irgendwen hergezogen, der sie vorher genervt hat. Schickt es einfach an die Adresse unten. Siehst, der veröffentlicht sogar Elvis. Briefmarke nicht vergessen. Ja, ich sollte mal hier das, die Schallplatte, die ist nein, ich wollte das Grammophon ausschalten. Da, schalt aus Grammophon. So. Ja, hier also, nur ein Raum, ne? Kein Schlauch, sondern ein Raum. Ja, also in der endgültigen Variante nur einer, da waren auch mal mehr vorgesehen. So, und bevor wir jetzt die Stahlsicherheitstür öffnen und da auch jetzt gleich das erste Mal abspeichern,
zeigen wir noch, was wir mit der Aufnahme machen können. Denn ihr erinnert euch ja, vor wenigen Stunden habt ihr gesehen, wo ein Kassettenabspielgerät ist. Wo man die Kassette mal einlegen könnte. Vor wenigen Stunden. Ja, genau. Gedächtniskünstler erinnern sich noch. Hier unten im Wohnzimmer. Jetzt haust du aber einen raus. Heieieiei. Weißt du, ich ja immer mit meinen... Ich finde meine Zuschauer immer sehr nett. Deine ja. sind ja offensichtlich Gedächtniskünstler. Ja, genau. Also, benutz Kassette mit Kassettenspieler. So, warum machen wir das jetzt? Das fragen wir uns auch. Ja. Also, nochmal, hier ist ein Schlüssel und da ist ein Kronleuchter. Wofür brauchen wir diesen Schlüssel? Es ist ein Schlüssel. Es ist ein Schlüssel? Ja. Ja. Ich weiß es gerade nicht mehr so ganz genau, wofür wir den brauchen. Aber du hast festgestellt, wir brauchen ihn jetzt. Wir werden ihn brauchen und ich will den haben. Ich weiß nicht, er ist einer für eine von zwei Türen, ist er. Aber wir sollten den auf jeden Fall mitnehmen. So, das heißt, wir machen jetzt mal... Also, was passiert, wenn du ein Kristallglas ansinkst? Wir machen jetzt die Wetten-das-Wette in der Telefonzelle mit diesen Biergläsern. Mit den, was für eine Wette? Weißt du das nicht mehr? Da war doch einer, der... War das ein Er? Ich glaube, das war ein Er. War das ein Er? Ihr wisst das bestimmt. Wo der da in die Telefonzelle rein ist und gesagt hat, ich wette mit dir, Tommy, da war er nämlich noch, ich kann hier alle Gläser kaputt schreien. Und hat die kaputt geschrien. Und das machen wir jetzt auch, nur wir lassen schreien. So. Okay. Sinnierst du gerade, wieso es nicht klappt? Hat nicht geklappt. Schalten, machen wir es nochmal. Okay, das war anscheinend nicht schrill genug. Ja. Dann müssen wir das noch wann anders mal machen. Ja, also gute Idee, hat aber nicht geklappt. Jetzt dachte ich, du machst hier die Bierglas-Schreierei. Ja, es war einfach nicht schrill genug. Okay, wir arbeiten daran. Wir arbeiten daran. Das heißt, wir müssen was Schrilleres finden. So, und jetzt, bevor wir jetzt die Tür öffnen und wenn man sich da vertippt, kann es schnell vorbeigehen, speichern wir mal ab und gehen ins Speichern-Menü. Und jetzt komme ich an den Zug, jetzt geht's los, jetzt kommen hier... Da werden sie das erste Mal gezeigt. Ja, GT, Green Tentacle. Green Tentacle, wollte ich schon sagen. Und die Saugnäpfe. Green Tentacle... Grünes Tentakel. Was wird der geneigte Zuschauer bei grünes Tentakel denn denken? Ich greife mal hier nach rechts oder links oder wo auch immer hin bei euch. Habe hier eine weitere Spieleschachtel, die ich natürlich ganz zufällig jetzt mal da bereit liegen habe. Day of the Tentacle. Absolutes also. Hammer-Game. Nachfolger sozusagen, geistiger auch da davon. Und da sehen wir vorne ein Purpur-Tentakel drauf. Ja. Werden wir auch noch mal sehen. In diesem Spiel vielleicht. Mag noch mal passieren. Das ist der Nachfolger, Maniac Mansion 2. Und das erschien ein paar Jahre später, 1993. Leider das erste LucasArts Adventure, was nicht mehr für den Amiga erschienen ist. Deswegen hier jetzt die PC-Variante. Aber absolutes hammergeiles Spiel, oder? Jawohl! Ja, und was hat das mit Maniac Mansion zu tun? Du hast sicher auch gespielt, Day of the Tentacle. Ja, klar habe ich es gespielt. Ja, dann jetzt kommt die Frage. Jetzt wirke ich dir an rein. Jetzt merkst du mal, wie ich dir reinwirken. Spürst du schon. Der Dennis hat ja gerade gesagt, dieses Spiel ist nicht für den Amiga. Halt doch nicht dauernd das mit dem grünen Ding vor dem Greenscreen. Weißt du, was für eine Arbeit nachher ist? Ich halte ja schon vom Ist ja okay.
Ja, nochmal? Also dieses Spiel, dieses Spiel, das grüne Tentakel, ja, ist ja gut. Ja. Zwei Schnallen. Ja, Napoleon-mäßig. Ja, wurscht. Egal. Hier Bonus-Zusatzinfos. Das darfst du jetzt durchwühlen hier. Ich habe keine Lust mehr. Da.